Tja, da steht unser Männchen, sieht so aus, als ob er gerade Fernsehen gucken würde. Tut er aber nicht, das ist unsere PAL-Box und davor ist auch keine PlayStation, sondern das ist irgendwie so ein Sphärensymbol. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal geschaut, dass ich diese Bälle zusammenkriege, habe 6 Stück an der Zahl, hoffe, dass ich dann diese, wie hießen sie, Lumballs gefangen kriege und dann werden wir mal schauen, wo wir welche finden. Ne? Nach dem Logo geht's weiter. So ist nur die Frage, wo wir das finden, ne? So ein Lammball. Gucken wir mal hier runter. Ja, hier ist eine Treppe, dann gehen wir auch die Treppe runter. Hier glitzern irgendwelche Steine. Das hier links sah nach Eisen aus, oder? Könnte sein. Riss sieht so rostig aus. Haben wir da hinten ist ein Huhn am Laufen. Nochmal Hühner. Das da sind Lumballs, dann gehen wir da mal hin. Hier ist schickes Wasser, da könnten wir auch noch diese Steine abbauen direkt wohl. Komme ich hier so runter? Ich denke schon, ne? Hauptsache, wir finden da wieder zurück. Da unten sind die Lumballs, naja. Gibt es hier auch schon welche? Nein. Jetzt ist die Ausdauer weg, müssen wir erstmal wieder zu Kräften kommen. Okay, wo sind die Lumballs? Waren die hier? Da sind welche. So, dann würde ich sagen, oh, da sind auch Bären dran. Vielleicht sollten wir die mal sammeln, weil wir haben nichts zu essen, ne? Aber alle? Ich glaube, wir haben alle. So, das bedeutet, mit der Spitzhacke ist vielleicht schlecht. Nehmen wir das. Okay, mit Q ansteuern und fangen. Habe ich. Sehr gut. So, 1 von 5 haben wir. Ist der mir jetzt böse dadurch gesonnen? Was war das? Holz, ne? Oh, jetzt habe ich so ein Ding weggeworfen. Das ist schlecht. Okay, er greift mich dann nicht mehr an, sondern mein Huhn, was ich da gerade rausgeschmissen habe. Aber das Huhn greift auch den an, ne? Jetzt hat das Huhn den kaputt gemacht. Sonst Shit. Und jetzt. Ah, jetzt greift er die alle an, ne? Oh, das ist ja nicht wahr, oder? Geh weg. Nein. Das ist doof. Ich weiß auch nicht, wie man das ausmacht, ohne zu werfen. Und du gehst am besten wieder ins Körbchen, ey. Ah. Jetzt habe ich ganz viele verbraucht, ne? Jetzt warte mal, jetzt müssen wir erstmal ganz schnell was essen. Wahrscheinlich können wir uns so nur heilen, ne? Ja, komm, du kriegst auch was. Werden wir jetzt dadurch wieder gesund? Sieht so aus. Was ist mit dir? Kann ich dich wieder irgendwie verbannen? Nee, ne? Ah, mit E, alles klar. Jetzt macht er mir keinen mehr kaputt, aber jetzt ist auch keiner mehr da. Was ist das Grüne da hinten? Komme ich aber nicht lang, oder? Komme ich hier rum? Ja, da kommen wir irgendwie rum. Aber wie viel von den Sphären haben wir noch eine? Na super, das hat ja gut geklappt, ne? Das hat ja gut geklappt. Jetzt haben wir ein einziges Lammbaul geschafft. Es wird dunkel. Wenn es dunkel wird, bedeutet das, ich muss schlafen. Wenn ich schlafen muss, brauche ich wahrscheinlich ein Feuer oder sowas, damit mir nicht kalt wird. Kann ich das hier irgendwo? Technologie? Feuer habe ich noch nicht. Kann ich Feuer? Ja, ich kann Feuer. Das ist schon mal gut. Brauche ich noch was? Ein Bett vielleicht. Kann ich Bett schon bauen? Ja, ich kann ein Bett frei bauen. Das heißt, ich müsste jetzt schauen, dass ich mit dem Baumenü Feuer machen kann. Gehen wir näher ran, bau das mal auf. Ich hätte den Chicken rauslassen können, dann hätte der mir beim Bauen helfen können, ne? Okay, das Feuer ist fertig, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir noch mal ins Baumenü und gucken, wo das Bett ist, oder? Da ist es. Nicht genug Material, Holz fehlt, okay. Aber Bäume waren hier genug, ne?
Wo ist mein Feuer da? Und die ersten schlafen schon und die wollen gebraten werden oder wie ist das? Baumenü, Bett. Zu schleppen, zu viel gehe ich damit hier rum. Ja, ich wollte auch nur das Bett bauen. Muss auf einem überdachten Fundament gebaut werden. Alles klar, geht also nicht. Das ist schlecht. Wie kann ich dann schlafen? Fundament. Bauwerk. Holztruhe. Holzbauset. Kann ich das freischalten? Ja. Gut. Kann ich jetzt bauen? Aha. Fundament. Baue ich hier, ne? Passt. Oh, das geht schnell. Weiterbauen. Eine Wand. Naja. Geht nicht so sinnig. Okay, hier wird schon kalt. Fenster. Nehmen wir Stein mal auf. Bauen. Tür. Geht auch. Noch eine Wand hier. Bauen. Und. Nee, ich wollte das eigentlich nicht so machen. So, standardmäßig eh gedrückt, ne? So, jetzt müsste ich noch gucken, kann ich noch ein Dach bauen? Okay. Sieht irgendwie gerade nicht so aus, dass ich ein Dach bauen kann. Von außen. In Richtung mehr Feuer. Ich müsste jetzt höher, ne? Oh, das ist ja wieder komisch. Wie kann ich jetzt das Dach da dran kriegen, dass es oben drauf ist und nicht unten? Bauen, bauen, dann voll zurück zum Bauen, Baueinstellungen. Ja, das war es wohl nicht. Schräges Holzdach. Ja. Drehen, ist klar. Zurück zum Baumenü. Bauen in Folge. Okay, das hat jetzt irgendwie geklappt. Jetzt interessiert mich gerade noch. Warte mal, warte mal, warte mal. Escape, das weg. Kann ich jetzt ein Bett drin bauen? Baumenü. Das Bett. Ich habe nicht genug Material. Läuft. Da ist ein Baum. Oh, da geht es aber auch gleichzeitig runter. Das war vielleicht nicht so dolle. Da haben wir jetzt auch gerade noch gekriegt. Da ist meine Hütte. Komm ich da auch wieder hin? Ich bin zu schwer. Und es ist noch zu dunkel hier. Wo ist meine Fackel? Da. Komm ich da irgendwo hoch? Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, dass ich nicht noch tiefer gefallen bin, ne? Springen geht schon mal gar nicht. Laufen geht nur ganz langsam. Ich komme hier gar nicht hoch, oder? Schneller geht auch nicht. 335 Kilo, aber ich komme dahin. Ich muss nur Zeit haben. War zu viel Holz. Ja. Ziemlich am Rand gebaut, ne? Da nicht reinbauen oder was? Jetzt kann ich es wieder bauen. Steht irgendwie nicht so doll, aber ich habe auch eine super kleine Hütte gebaut, ne? Und fertig ist das Bett. Kann ich die Tür auch zumachen? Wohl nicht. Schlafen. Okay, dann schlafen wir mal. Mal gucken, was in der Nacht passiert, wenn die Tür offen ist, ne? Ich dachte, das geht jetzt schneller. Geht es irgendwie schneller? Keine Ahnung. Aufstehen? Wie geht er aufstehen? Gar nicht. Tee.
Können wir vielleicht hier noch was reingucken erstmal. Chip Inventar. Kann ich jetzt was essen? Ne, wenn ich schlafe. Doch, kann ich doch. Okay, lassen wir erstmal so. Sphäre haben wir eine, das heißt, wir müssen da wieder neue machen, um dann da hinzukommen. Das ist klar, das ist schon für die nächste Folge gebucht. Da haben wir schon geklärt, was haben wir hier noch? Eine Treue und da haben wir noch eine Reparaturbank. Okay, die sollten wir vielleicht als nächstes auch noch in Betracht ziehen. Da haben wir diese Sachen nur. Eine Gilde könnte man noch machen. Optionen. Optionen ist jetzt nichts Richtiges. So, noch irgendwas, was wir hier. Das ist Erz, das sind Bärensamen. Okay, wir können da selber eine Farm ansetzen dann. Holz haben wir, Steine. Ach, wir haben so viele Steine, deswegen geht das mit dem Laufen so schlecht. Gut, und das sind Fasern. Aus Fasern kann man dann wahrscheinlich ein Seil machen oder sowas. Gut, er pennt jetzt, aber ich sehe jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, das Spiel dadurch zu beschleunigen. Ich kann ins Baumenü wieder gehen. Da könnt ihr noch gucken, was ich noch weiteres bauen kann. Holzdach. Aha, ich hätte auch ein Flachdach bauen können. Na dann. Jetzt haben wir eine Schräge gebaut, ist aber auch nicht so schlimm. Palbox ist klar. Da sind wir erstmal durch. Bauen ist geklärt. Das ist das hier. Was ist das? Achso, das switche ich oben durch die Reiter durch. Alles ist gut. Ich würde gerne aufstehen, weiß aber nicht wie. Ah, ich muss nur einfach eine Pfeiltaste in irgendeine Richtung bewegen. Alles klar. Auch cool, ne? Und dann ist es Tag. Das ist schon mal gut. Okay. Das bedeutet, wir haben jetzt hier ein ganz komisches Haus gebaut. Aber es ging, weil da. Ja, komm, dann machen wir das anders. Da war ja gerade eben noch die Geschichte, dass man auch ein anderes Dach bauen kann. Dann wollen wir das noch gerade mit dem Bauen machen. Holzdach. Es tut sich mit anderen Objekten überschneiden, alles klar. Das heißt, das ist schon ein schicker Fehlversuch gewesen, die Hütte. Kann ich das hier abreißen? Stopp, das reiße ich noch nicht ab, weil da muss ich vielleicht hochlaufen, damit ich das andere abreißen kann, ne? Und dann, warte mal, wenn, vielleicht kann ich jetzt bauen. Und das Holzdach bauen. Ah, jetzt geht das Holzdach. Wunderbar. Das bedeutet, ja, wir gehen erst wieder runter. Reißen das dann ab. Okay, da haben wir gerade noch Glück gehabt, dass wir mit einem Schlag was nur abreißen mussten. Das Bett ist aber noch da, ne? Ja, das Bett ist noch da. Nicht, dass das, weil ich das Dach weg hatte, dass das nicht geklappt hat. Gut, die Palbox ist allerdings da oben. Hier war jetzt nur so eine Zwischenunterkunft, weil hier ist ja vielleicht unser Jagdgebiet oder sowas. Müssen jetzt Holz haben und wenn wir Holz haben, müssen wir sag schon Palsphären bauen und wenn wir die haben, müssen wir gucken, dass wir hier die Schäfchen, die jetzt hier nicht mehr sind. Ja, da hinten ist noch einer, okay. Aber warte mal, den können wir vielleicht noch kriegen, ne? Da sind sogar noch zwei. Das bedeutet, wir machen jetzt mal gerade hier den ein bisschen kaputt. Und jetzt muss ich den fangen. Was ist jetzt passiert? Ich will den fangen. Wieso jetzt? Ich muss einfach nur die Taste loslassen. Ich will immer mit der Maustaste drücken. So, du bist jetzt nicht wichtig, du bleibst da. Gut, dann würde ich sagen, schau mal zu, dass wir Material kriegen, damit wir diese Sphären bauen können. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch Stein oder sowas, den wir hier rauskriegen, weil da fehlt uns wahrscheinlich auch das blaue Zeug noch. Wir haben nur Steine, wir brauchen das blaue noch. Und ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.